Hallo und herzlich willkommen zu FIFA 15 im Seasons-Modus. Wir haben 4 Siege in Folge in Liga 1. Holen uns jetzt den nächsten, 6 Spiele bleiben uns. Ligatitel ist in Sicht, wie immer mit Ronaldo und Co. zu Real Madrid. Und ich würde sagen, los geht's! Und heute spielen wir gegen den FC Barcelona in Barcelona im Camp Nou. Schön bei Sonne, das ist angenehm am Tag. Ohne Regen. Auf geht's. Komm, zieh Ronaldo. Ich muss ganz ehrlich sagen, das sage ich euch jetzt schon. Also nicht, dass irgendjemand sagt, das kommt jetzt später. Irgendwie hackt es hier ein bisschen. Irgendwie ist die Verbindung nicht ganz perfekt zu ihm. So gefühlt. Oh, Benzema. Da geht mehr. Oh, jetzt wird's gefährlich. Das macht er gut. Das macht der Torhüter schlecht. Und dann kommt alles zusammen. Und dann steht's 1-0. Und zwar wirklich... Naja, ein Unentschieden ist momentan verdient. Lächerlich. Lächerlich, was der Torhüter da macht. Ich hole noch nicht mal raus. In dem Moment ist es unnötig rauszukommen. Ganz unten läuft Benzema. Der zieht einfach mal drauf. Komm. Ganz oben Benzema. Ah, ich habe gedacht, komm. Zieh ich nochmal rüber. War die falsche Entscheidung. Aus Fehlern lernt man. Nochmal Eckball. Gut. Diesmal spiele ich ihn näher ran. Direkt ans Tor. Oh, Ronaldo. Den kann man reinmachen. Der war gar nicht schlecht gespielt. Der wird kontern wollen. Und ich nehme ihm das mal ab. Ach, du Schande. Oh, 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 oh. Ah, gut noch was. Ja, da läuft einer jetzt da rein. Das ist gut. Das ist bei jetzt weniger gut. Ramos. Oh, war das knapp. Verdammt noch eins. Ach du Schande. Komm, hör auf, da hinten rumzuspielen. Dafür, das ist das Problem. Ich muss ihm jetzt halt hinterherlaufen bei jeder Aktion. Das ist nicht der Ernst von Navas. Was hat denn der heute genommen? Oben Ronaldo. Einfach mal direkt. Mehr kann ich nicht versuchen. Fast. Fast. Super knapp. Oh, da stelle ich extra noch Marcelo hin. Klappt trotzdem nicht. So, ein Scheiß. Oh, den decke ich. Schön. Alles gut. Noch alles gut. Mann, die Abwehr. Also da ist ja wirklich... weiß ja nicht, ne? Wobei doch, ich weiß. Schlecht. Gehen wir schon mal aufs totalen Angriff. Da mal keine halben Sachen machen. Hohen Druck noch. Und darauf das Ding. Ins Glück. Ist natürlich die Frage, stelle ich wieder um direkt? Ich glaube ja, weil ich brauche keine Konter, die ich mir hier einfange. Ein Punkt, ja, ist eigentlich nicht ganz genügend, aber es ist okay. Es ist okay. Es genügt. Oh, stehen wieder um. Alles wieder gut. Und Zeit zum Tore machen. Und Chancen vor allen Dingen hatten wir auch vorher. Und Zeit zum Tore machen haben wir jetzt auch noch ein bisschen. Nein! Der muss rein! Das war so knapp! Komm, den bringe ich direkt. Schade. Verdammt, noch eins. Komm, geh ins Aus. Komm, 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 komm. Ja, da geht's aus. Super. Alles gut, alles gut. Ganz locker bleiben. Komm, Ronaldo, zieh, gib ein Turbo. Pack ihn aus. Also den Turbo. Will ich schon.
Gut verteilt. Alles schön zumachen. Und dann dem Gegner direkt wieder den Ball servieren. So war das eigentlich nicht geplant. Und weg mit. Komm Ronaldo, den Kopfball gewinnst du. Tust du nicht. Missfällt mir. Missfällt mir immer mehr. Abseits, schön. Das gefällt mir. Sehr gut sogar. Komm, den hol ich her. Alles auf Sicherheit hier. Und vor allen Dingen können wir dann nochmal einen Angriff machen. Können wir nicht, weil Marcelo den Ball nicht durchboxen kann. Ach du Scheiße. Also komm, du stehst daneben. Kann nicht wahr sein. Es darf nicht wahr sein. Mir bleibt jetzt die Möglichkeit für einen Angriff. Zeitlich, und wenn der den Ball hat, wird er ihn eh halten. Mann, der steht daneben und dann versucht es mit dem Kopf. Das kann nicht wahr sein. Wirklich. Also sowas ärgert mich, weil ich da nichts dafür kann. Oh, totalen Angriff. Hohen Druck. Pressing und ab geht die wilde Fahrt. Ja, und Ball muss nach vorne, ansonsten wird eh abgepfiffen. Ja, dahin soll er nicht eigentlich. Und das war's dann auch. Der hat eine Ruhe seines Lebens, der wird ihn entweder wegkicken oder vorne irgendwo hinpassen. Ja, aber so klar. Ich hasse solche Gegner. Wenn ich den jetzt noch gekriegt hätte, ich jetzt gefeiert. So ein Scheiß. Ich hätte das Ding gewinnen müssen. Und jetzt schießt er wahrscheinlich noch das nächste. Ja, er macht noch das 3-1. Damit war's das. Und mit 2-1 oder 3-1, das ärgert mich ehrlich gesagt sehr wenig. Ein bisschen, natürlich. Jedes Tor sollte einen ärgern als jedes Gegentor. Mich ärgert es, dass ich verliere. Sehr. Und der kann es natürlich jetzt auch nicht überspringen. Also den Gegner wirklich. Also ich mag ihn nicht. Oh, das war's dann. Sehr ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Ja, ich weiß nicht, 10 Spiele, die ich jetzt gemacht habe. Oder 8, 9, 10, sowas um den Dreh. Nacheinander, die ich gewonnen habe. Also inklusive Pokal. Jetzt die erste Niederlage. Kann man verschmerzen. Ja. Das Problem ist einfach nur, dass er nicht besser war. Und dass er ganz spät das Tor schießt. Das kommt dann noch dazu. Looking through the eyes of a brand new life. The soldiers find me, just find me. Sparks will fly if we scream no. This is not how we're gonna go. We are the ones who'll never let go. Just watch us run to our no one knows. We'll never grow. We'll be right back.